Wer da oben am Fuss vom Marderkopf ankommt, ist, der hat es geschafft. Der 35. Kampanei-Berglauf ist Geschichte. Bei idealen Wetterbedingungen sind 660 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angetreten. Jung, älter, ganz alt und ganz jung. International besetzt. Und das ist Strecke. Von Unterdorf auf ins Jugendziel 5,8 km, 425 Meter Höhendifferenz. Oben ins Erwachsenenziel 8,8 km, 1000 Meter Höhendifferenz. Und das die Rekordzeiten. Rekordzeit aus 2002, eine Schottin, 2006 ein Neuseeländer und noch dermal bei den Damen drei Deutsche an vorderster Stelle und gerade bei den Herren ist der Luzerner der Dani Lustenberger eben dann noch als Schweizer rangiert worden. Das allerdings souverän auf dem ersten Platz und da sind wir natürlich stolz drauf. Stolz sind wir aber auch auf unseren Krabser Gemeindepräsident, der noch mit der Frau unterwegs war und beim ersten richtigen Anstieg, dort wo es anfängt streng werden, dort haben wir ihn eingefangen und befragt. Du, Nick, du hast gesagt, ich gehe ein bisschen langsamer heute wegen des anderen hier. He? Das ist mein Zugpferd. Ein Zugpferd? Ein Zugpferd. Aber du, jetzt mal ehrlich, jetzt gehst du noch? Ja. Die 40 Minuten? Ja, ich habe vergessen, Staffel einzugehen, jetzt muss ich bis ganz hoch. Hoi, 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 hoi. Ja, aber warum gehst du? Wegen dem Mast oder wegen ja, des anderen? Aha. Wegen des anderen und wegen dem Bier. Aha. Ja, wir haben gelacht, aber es hat wirklich gestummt. Und wir sehen, er kommt relaxed hier oben an. Ja, der Niki mit seiner Sandra jetzt bei 8,8 km, das vorher war ungefähr bei Kilometer 6,5 gsi, sind hier eben auch locker in der Hoffnung von einem Bier oder man sagt auch von einem Most, gibt ganz einen guten Most oben, ins Ziel hineinmarschiert. Kampanei übrigens natürlich auch im Winter sehr, sehr beliebt und eben international bekannt, wie ich schon gesagt habe, in der vordersten Ränge, auch dermal in 5 Positionen, eben bei diesen Podesten. Plätze, eben Deutsche. Ja, aber jetzt alles von Anfang an. Fangen wir mit der Jugend an. Ja, liebe Leute, wir stehen jetzt hier oben. Und die meisten, die hier hocken, warten jetzt. Bei Kilometer 5,2 sind ihr gut gelaufen? Nein, leider nicht. Nicht? Was ist denn los? Aber du hättest wieder laufen, gell? Du schon? Hättest wieder laufen? Ja. Ja, siehst du noch. Lauft euch jemand mit? Am Nachmittag? Ja. Nachmittag? Ja. Und? Nachmittag, hä? Der Bruder ist jetzt gerade am Start. Den Moment. Was ist mit dir eigentlich? Ich stehe jetzt dort, damit du jemanden hast zum Filmen. Aha, gut. Und das hat natürlich recht gehabt. Wir haben einen Haufen Leute zum Filmen. Auf der Strecke, aber auch entlang von der Strecke. Auch Leute, die raufgelaufen sind. Es ist unglaublich, was für eine Beachtung der Kampanei-Berglauf hier findet. Hier sind wir jetzt ungefähr die Position 2,5 Kilometer, also ein kleines bisschen weniger als die Hälfte bis zum Jugendziel. Und da können die ersten Jugendlichen in diesem kleinen Anstieg jetzt hier, ja, man muss eben auch taktisch laufen. Ihr seht jetzt die, die hier vorne sind. Ihr seht hinten da der Kleine, das ist glaube ich, der Dominik Gebelein von Gams und der macht dann noch Geschichte. Ihr merkt, es ist immer auch eine taktische Sache, wie man aufläuft. Man darf sich nicht zu fest vorausgaben, unten dran. Es drückt halt einfach. Auch 5,6 Kilometer bis ins Jugendziel rauf sind einfach recht eine grosse Strecke, obwohl das Wetter der mal ganz gut mitgespielt hat. Ja, ich überlasse jetzt euch einfach den Eindruck von dem Jugendlauf. Alle, die da rauf können, wirklich gar alle, bringen eine riesige Leistung. Der Durchhaltewille ist wirklich enorm. Also die Laufbegeisterung hier zu Krabs, die scheint irgendwie ansteckend zu sein, weil bei der Jugend, da hat es doch sehr, sehr viele einheimische Läuferinnen und Läufer dabei. Ja, und jetzt einfach ein paar Eindrücke von dem Jugendlauf. Hurenkrampf, gell? Hey, Dies, was ist das? Gehst du, machst du mit? Ja, nicht immer, ne? Es ist die 2.45, die als erstes kommt, Dominik Gebelein aus Gams. Bravo! Dominik Gebelein aus Gams. Da
kommt die 332 Jeremy Lehn heraus, Graps. Dahinter die 231 Jonas Freund Filters. Dann sollte man die Strecke frei machen. Andreas Tischhauser, Graps. Die 545, Leo Dusel, Werdenberg. Dann die 459, Ursin Sulzer, Graps. Die 327, Felix Leser, Graps.
Ein Hurenkrampf, gell? Ein Bodenwelle, eine ganz verrückte Sache. Du, wie steht's mit der Chance da? Erster Platz verteidigen. Hä? Die Chance ist nicht schlecht. Aber es ist echt ein Hurenkrampf, gell? Ja. Man sieht es gerne, aber es geht fast überhängend drauf da, gell? Dies, komm jetzt! Hat man einen hinten Wasser zu? Ja, ja, ja! Dies! Dies, wer ist es? Da werden wir jetzt aber, Einfach kein Mal auslassen. Immer wieder dabei. Wahnsinnig, du, hä? 25 ist mal. Ja. Wahnsinnig. Ich bin näher. Hoi da. Ich bin gut drauf. Ja. 25 Jahre BCP. Und du wie viel Mal? 50 Jahre. 50 Jahre. Ja, und du wie viel Mal? Ah, da? Ja. Das erste Mal. Jawohl. Hoi. Jetzt aber du. Hey, ist das strenger oder der Kantonsrat oder die Schule? Anders. Anders streng, ja. Aber auch streng, gell? Ich weniger studieren. Weniger? Ja, du bist jetzt mit dem Grabser gehabt. Hä? Gut, wir sind da. Aber ein Hurenkrampf, gell, da oben? Das ist immer ein Krampf. Immer, gell? Zum Glück für alle. Und jetzt noch eine halbe Stunde, so etwa? Ja, mindestens. Mindestens noch, gell? Aber eigentlich fängt es schon so richtig an, gell? Ja, was meinst du? Grabser gehabt, Sandra? Nicht mehr, selber die Schuld. Ja. Aber du laufst jetzt so außer Konkurrenz? Nein, Staffel. Staffel, eben, gell? Und dann ist mit Petra. Ja, eben, gell, die kommt auch noch. Eigentlich sollte ich noch schnaufen. Nein, sie hat jetzt hören. Echt? Aha. Oh, du musst noch ganz rein. Ja. Mein Gott. Nein. Diego kommt noch. Ja, ich mag mir nicht kommen. Okay. Diego, bist du der Schlussläufer von der Stadt? Jawohl. Ja. Aber hast du schon die dümmste Kagenstrecke ausgelesen? Hör mal auf. Hast du gerne wählen? Leider nicht. Ich denke jedes Mal, jetzt noch eine halbe Stunde. Da würde ich immer aufhören. Ja, 40 Minuten. Aber aufhören tust du nicht, gell? Nein, immer müde. Der Masch ist gut, oder? Ah, der Masch ist gut. Hast du den Masch geliefert? Der Masch ist gut, oder? Das ist nicht von dir? Jawohl, das von dir? Ja, ja. Dann jetzt gehst du noch rein und schaust, ob er noch gut sei. Ja, heute nicht. Pfingst du denn? Aha. Dann gehst du nicht ganz rein? Nein, anders. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Ciao. Das geht Miriam. Darum machst du mit, wegen dem Team machen wir da mit. Aber du, wie ist es das? Wenn die Nachbühne ein bisschen voraus ist, ist kein Problem, gell? Alle wieder. Sie warten. Sie warten. Wir miteinander sind. Also, we are the people. Yes, we the people. Aha, we the people. Aha. Du, sieht gut aus, he, mit Frau Meinerigi, nicht? Ja. Was meinst du, können wir verteidigen? Ja, wenn ich hochkomme schon. Ja, aber jetzt wäre die Zeit zum Aufgehen. Noch 40 Minuten, willst du nicht aufgehen? Nein. Hey, lass es rein. Nein. Du, wie viel Mal bist du so da? 33 Mal. 33 Mal? Wahnsinnig, du. Du, was sind denn hier da für eine eingeschworene Gruppe? Hä? All die gleich. Immer noch Feuer und Flamme, wie immer. Ah, also, ich meine, machen die Staffeln nicht? Nein, hallo. Nein, Staffel ist etwas für Anfänger. Ja. Also, alle miteinander nicht möscht. Ja, selbst dann sicher. Hop, 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 hop
Super! Hopp, 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 hopp! Ja! Hopp, hopp, hopp! Hopp, 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 hopp! Ja, hopp, 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 hopp! Hop 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 hop. Nee, bravo, hop, 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 hop. Nee, bravo. Hop, 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 hop. Hop, Arco, hop, hop. Hopp, André, super! Hopp, Diego, bravo! Dann die 66, Janne Koller aus Graz
und die 135. Das ist Tina Maria Salutz-Graps. Ben Epi, 6 vor 64 Vitus Kobel, Rapsenberg. Dann folgt die 53 Timo Heg, 6, die 618 Matti Schäfer, Lüdingen, die 691 Jan Groppinhaus und die 144 Andreas Tischhauser, Graps. Come on, come on.